Servus und grüß euch zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf meinem Kanal. Heute das deutsche Formsignal von Grimes. Er hat seinen Trainfever-Mod auch für Transportfever konvertiert und für die Signale neue Texturen erstellt. Hier seht ihr mal alle vier Signale, die ihr dann im Spiel erhaltet. Mal kurz warten, bis der Autosave vorbei ist, sonst wird etwas ungünstig. Es gibt ein Hauptsignal mit 6 Meter Höhe, das hauptsächlich für Nebenstrecken gedacht ist. Dann gibt es ein einflügeliges Hauptsignal mit 10 Meter Höhe. Zweiflügelige Modelle, und zwar das erste ist ein HP1 ohne Langsamfahrt und das zweite ist ein HP2 mit Langsamfahrt. Der einzige Unterschied, das sehen wir jetzt, ich habe hier beide Signale mal nochmal aufgebaut hintereinander, und wenn wir jetzt dann meine kleine Lok vorbeifahren lassen, dann seht ihr auch, was der Unterschied zwischen den Signalen ist. Das heißt, bei ohne Langsamfahrt öffnet sich nur der obere Flügel und bei dem Signal mit Langsamfahrt öffnen sich beide Flügel. Ich zeige euch das mal kurz hier. Eine kleine Lok losstarten. So, da kommt sie schon. Ist auch von Grimes, eine V60 Rangierdiesel-Lok, die es jetzt gibt für Transportfever. Müssen wir mal kurz warten, bis das kleine Schnuckelchen hier vorbeifährt. Und wie gesagt, ihr werdet dann sehen, dass er bei dem vorderen Signal der obere Flügel öffnet und bei dem hinteren Signal beide Flügel sich bewegen. Wenn man das am besten zeigen kann, so glaube ich, sieht man das am schönsten. Die kommt jetzt aus dem Tunnel raus und müsste so gleich da sein. So, und jetzt sieht man, wie die beiden Signale sich öffnen. Wie schon gesagt, einmal der obere Flügel und beim anderen eben beide Flügel. So, kurz und knapp erklärt, die deutschen Formsignale von Grimes. Viel Spaß mit dem Mod und bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal. Euer Maverick.